Einst träumte Chuanze, dass er ein Schmetterling sei. Ein flatternder Schmetterling, der sich wohl und glücklich fühlte und nichts wusste von Chuanze. Plötzlich wachte er auf. Da war er wieder wirklich und wahrhaftig Chuanze. Nun weiß ich nicht, ob Chuanze geträumt hat, dass er ein Schmetterling sei, oder ob der Schmetterling geträumt hat, dass er Chuanze sei. Obwohl doch zwischen Chuanze und dem Schmetterling sicher ein Unterschied ist. So ist es mit der Wandlung der Dinge. You